Das erweiterte Kulturfeld, das ist sicher ein Aspekt, das mich grundsätzlich interessiert. Auch Musik, also zum Beispiel Konzerte, Jazzkonzerte im Prinzip oder Jazz-Rock-Konzerte, müsste eher sagen, insbesondere mit dem Schwerpunkt Gitarrenmusik, ist das so eine Sache, die wirklich brauche, auch als mentalen Ausgleich zum Tagesgeschäft. Also ist es so dieses Wechselspiel zwischen intensivem Arbeiten an einer Aufgabenstellung und dann immer wieder einem Entspannungsmoment, wo man völlig was anderes tut. Im Prinzip, das ist einfach ein wichtiger Aspekt, glaube ich, um in einem Kreativberuf einfach weiterzukommen. Naja, ich bin immer irgendwie in dem Spannungsfeld von Kunst und Religion gestanden. Das hat mich grundsätzlich interessiert, eben auch schon in der Schule, wo ich mich dann sehr stark dorthin geneigt habe, sozusagen, mich doch der Theologie auszusetzen und die wollte einfach diese Erfahrungen, die natürlich, wie soll ich sagen, nicht wahnsinnig reflektiert waren, sondern aus dem damaligen Leben heraus vorhanden waren, das wollte ich einfach auch intellektuell hinterfragen, habe dann Theologie studiert und da bin ich wieder irgendwie zurückgefallen in das, wie weit Kunst das leisten kann oder leisten könnte, beziehungsweise hat mich zunehmend auch oder immer wieder auch interessiert Architektur, wie weit sozusagen eben wie gesagt, religiöse Komponenten sich quasi in räumlichen Momenten manifestieren. Reisen war zum Beispiel in der Studienzeit extrem wichtig. Da bin ich wirklich den Sommer über, ich habe kaum eine Kathedrale ausgelassen. Und diese Räume sind schon etwas, was wirklich mich faszinieren, auch als Versammlungsräume, unabhängig jetzt auch von Religion, aber einfach dieser Gedanke, dass eben eine menschliche Versammlung oder Tätigkeit oder Gesellschaft oder Geisteshaltung einen Raum produziert, der dann so zusammenpasst, dass quasi der Raum ein Ergebnis dieser menschlichen Situation ist und umgekehrt der Raum die menschliche Situation direkt beeinflusst. Das ist etwas, was mich immer fasziniert hat und wo wir uns auch unmittelbar treffen in der Suche, sozusagen den Raum als unmittelbaren Ausdruck dessen zu machen, was da darin eigentlich passiert. Räume sind sicher etwas extrem Sinnliches. Und ich glaube, wir versuchen die Sinnlichkeit nicht zu erzeugen, indem wir als haptische Materialien einsetzen oder sozusagen die Erfahrungen inszenieren wollen, sondern das ist wahrscheinlich auch aufgrund unserer Struktur. Wir finden es dann besonders, wenn das Ganze sich aus einem theoretischen Konstrukt ableitet, sozusagen, wenn das eigentlich eine theoretische Basis hat, die in sich irgendwie klar funktioniert und die bringt man dann aus der Theorie in eine Existenz und die berührt einen dann aber plötzlich sinnlich und körperlich. Baukultur ist ein Gradmesser der gesellschaftlichen Verfasstheit. Ich glaube sehr stark, dass Baukultur einfach ein offenes und, das klingt so kitschig, aber halbwegs friedliches Zusammenleben braucht. Und man das auch sieht, vielleicht trifft das auf die Geschichte nicht immer zu, aber ich glaube, die Baukultur, die ich als Baukultur verstehe, ist nicht möglich, wenn man sich sozusagen verteidigen, abschotten, schließen muss.